Hallo und herzlich willkommen. Freunde! Es ist so dumm einfach. Das Warum machen lustig. Wir das? Ich bin jetzt offiziell alt. Viele von euch haben sich gewünscht, ich soll doch bitte auf Zack King reagieren. Für alle, die es nicht wissen, Zack King ist ein, nennen wir es mal, CGI-Magier. Ist halt ein absoluter VFX-Pro. Nutzt das aber für Zaubertricks sozusagen. Ihr seht gleich, falls ihr ihn nicht kennt, ihr seht gleich, was ich meine. Ich denke aber, jeder von euch wird ihn kennen. Dude, head somewhere else. Hey. No, get your own spot. Found you guys. Dang it. Alter, das Ende, dass beide drin sind, das ist schon nice gemacht. Das ist schon echt heftig. Was ich schön finde bei Zack King ist, er nutzt ja nie, es ist nicht nur VFX, sondern was Timing etc. angeht, ist trotzdem genau das, was wir in der Zauberei nutzen. Vor allem auf der Bühne bei Großillusionen. Dass in dem und dem Moment, wo die Kamera jetzt gerade hier oben ist, da heimlich hier unten wäre und dann geht die Kamera runter und dann heimlich da hinten wäre. So, es ist ja nicht nur VFX. Man kann ja nicht sagen, ist ganz einfach nachzumachen. Wer sich ein bisschen mit After Effects auskennt, ist ja easy. Das ist überhaupt nicht easy. Hinter einem so ein Sketch, der jetzt 22 Sekunden ging, da können Wochen an Arbeit drin stecken. Easy. Easy kann man da wochenlang dran sitzen. Ich habe da großen Respekt vor. Es ist nicht nur VFX, es ist ja auch gleichzeitig noch Timing etc. etc., dass ihr mit eine Rolle spielt. Lass uns das mal versuchen zu analysieren. Also bis hierhin ist ja alles clean. Auch hier alles clean. So, jetzt schaut er in den Spiegel. Das ist, würde ich sagen, bis zu dem Zeitpunkt noch sein echtes Spiegelbild, oder? Nee. Nee, das war schon nicht sein echtes Spiegelbild. Wir sehen jetzt schon auf den Spiegel getrackt. Hier schön Motion Blur ist mit drin. Schönes Motion Tracking. Ihr müsst das euch so vorstellen. Die Kamera bewegt sich ja. Das heißt, du kannst dich einfach ihn ausschneiden und dahinsetzen. Du musst ja auch die Verschiebung der Position. Hier, wenn wir jetzt von Frame zu Frame gehen. Es muss sich ja mit nach rechts verschieben, weil die Kamera ja nach links schwenkt. Ja? Das heißt, das hier ist jetzt schon choreografiert. Er wusste auswendig, okay, in der Aufnahme hat er so gemacht. Okay, that'll work. Und er steht hier vorm Greenscreen. Aber es ist so schön ausgeschnitten, ey. Sehr sauber maskiert. Und das ist jetzt schon gespielt. Was hier natürlich jetzt nicht perfekt passt, ist hier der Schatten. Ne, er dachte sich jetzt so, okay, ich greife unter seinen Arm drunter. Dann muss der Arm ja auch ein bisschen das Licht verändern und einen anderen Schatten drauf werfen. Deswegen sieht man hier anhand des Unterarms, sieht man jetzt leider die Bearbeitung ein bisschen. Und auch hier, dass der Finger über das T-Shirt drüber ragt, das passt jetzt natürlich nicht. Oder doch, ja gut, er berührt das so ein bisschen. Okay, das passt doch. Aber hier, man sieht das hier am Arm, finde ich relativ gut, dass es bearbeitet ist. Es könnte sein, dass das sogar ein digitaler Arm ist. Das könnte ich mir auch vorstellen, damit das einfacher zu bearbeiten ist. Es könnte sein, dass er seinen Arm rausgerotoscoped hat und hier einen digitalen Arm eingesetzt hat, um hier besser die Überlappung machen zu können. Weil ich kenne das, ich nutze das ja selber oft. Ich interagiere ja in meinen Videos auch oft mit mir selbst sozusagen. Der Moment, in dem man interagiert und sich berührt, in dem Moment ergibt das keinen Sinn mehr. Ich zeige euch ein Beispiel. In dem Moment fliegt es auf. Du lässt deine Finger von mir, okay? Und genau an der Stelle fliegt es nämlich auf. Gut, ich habe es jetzt natürlich nicht sauber ausgeschnitten, weil es alleine so schon ultra viel Arbeit war. Aber in dem Moment hier fliegt es ja auf, weil es super schwierig ist darzustellen, dass ich mich berühre. Ich hätte hier jetzt eigentlich einen Schatten drauflegen müssen. Mein Arm hätte einen Schatten legen müssen, einen Schatten werfen müssen auf mein Gesicht hier und auf meinen Körper. Oder in irgendeiner Form interagieren müssen. Und das passiert hier halt 0,0, weil ich mich überhaupt nicht auskenne damit. Und das hier so auf, wie ihr seht, einfach alles einzeln per Hand ausgeschnitten habe. Aber ich meine, für den Zweck hat's ausgereicht. Frag Mr. TrixL 49, High Five. Ja, Moment. 001409. Also ja, da war's. In der 9. Das war auch so viel Nasenbluten. Wir berühren uns gar nicht, sehe ich gerade. Es ergibt einfach gar keinen Sinn. Aber für den Joke hat's halt gereicht, ne? Boah, aber das war auch so anstrengend. Wie macht man sowas mit zwei Leuten in einem Video? Tillmann, das ist tatsächlich wirklich mein Zwilling. Mein Klon. Ich habe mich mal geklont, tatsächlich. Wie leer dein Büro da noch aussah. Ja, hier, der Schrank fehlte hier hinten. Deswegen, das macht so viel aus, dass hier der Schrank fehlte. Aber ich finde, was ein schöner Convincer ist, ist, wie hier rechts die Haare wackeln beim High Five. Achtet mal drauf. In der 9. Also, das ist, finde ich, ein schöner Convincer. Das sieht irgendwie extrem echt aus. Und die Anker-Cheats auf dem Regal. Ja, stimmt. Diese Momente
wo sich das hier überlappt, sind immer ein bisschen stressig. Deswegen sieht es hier ein bisschen fake aus. Das ist sehr schwierig zu bewerkstelligen. Aber ab dem Moment ist das hier alles schon Greenscreen hinten. Jetzt frage ich mich aber, wie das gemacht ist. Warte mal, lass mich kurz nachdenken. Das ist halt für mich wie über einen Zaubertrick nachzudenken, ne? Überleg, er geht hier hin. Das ist jetzt ein Greenscreen. Eine Aufnahme, die er vorher gemacht hat. Oh, okay. Es könnte sein, dass hier hinter dieser Wand ein Greenscreen ist. Der ist hier hinten. Dann würde er das nämlich auch ausschneiden können. Kann durch das Loch klettern. Und kann wirklich da hinten stehen. Und das wäre dann real. Dass das hier hinten, diese Wand hier hinten ein Greenscreen ist. Und das Loch ist echt. Das, so ist es wahrscheinlich. Das hier ist ein echtes Loch. Die haben hier eine Trennwand zwischengebaut, ein kleines Studio gebaut dafür. Und das hier hinten ist komplett green. So ergibt das Sinn. Da kann er nämlich durchklettern und mit sich selbst interagieren. Das ist krass gemacht. Okay, und jetzt muss er nur noch hier unten reinklettern. Die Frage ist aber, okay, das ist hinten verbunden. Er sitzt hier wirklich drin. Das ist real gewesen, schätze ich mal. Dass hier von innen einfach offen ist. Das Einzige, was mich nach wie vor so foolt, ist, wie gut das 3D-technisch dieser Raum hier hinten platziert ist. Weil ihr müsst das so sehen, guck mal, die Kamera bewegt sich jetzt von links nach rechts. Das heißt, dreidimensional muss der Raum sich hinten ja verändern. Es ist ja kein Foto, das man einfach verschieben kann, sondern es muss ja ein dreidimensionaler Raum sein, in dem man schwenken kann, weil die Kamera ja schwenkt. Die verändert ja den Winkel. Und das finde ich sehr, sehr smart gemacht. Nein, mit Cut. Nee, warum? Die müssen doch hier keinen Cut setzen. Das darf doch echt sein. Er kann doch wirklich hier hinten reinklettern. Lul. Er kann auch wirklich hier reinklettern und hier unten rauskommen. Das Einzige, was hier dann wiederum ist, ist, dass der hier hinten ist. Das ist wieder Arbeit gewesen. Also, das finde ich echt heftig. Nice gemacht. Schöner Clip. Alright everyone, nächster thanks Clip. For coming to Friendsgiving. It's gonna be a great meal. Just give me a second. Oh. Oh, nice. Just do it. Was? Oh, nice. Just do it. Okay, also dieser Schinken hier ist auf jeden Fall CG. Das ist definitiv ein digitaler Schinken. Oder was auch immer das hier sein soll. Give me a second. Ich bin so verwirrt, das fühlt mich so sehr, ne? Also das ist für mich halt auch echt magisch. Man muss jetzt natürlich gucken, okay, das ist ja jetzt nicht Zauberei im Sinne von, wie wir das kennen, dass man es im echten Leben vorführen könnte. Man könnte das nicht im echten Leben so vorführen, logischerweise, weil es ja mit dieser Nachbearbeitung spielt. Aber ich finde, der Effekt, den das auf mich jetzt als Zuschauer hat, das finde ich magisch. Das fühlt sich für mich magisch an, ehrlich gesagt. Yay, ich bin durchsichtig. Ich will es trotzdem verstehen, wie er das macht, ehrlich gesagt. Nein, ich wollte nicht raus aus dem Fullscreen. Mann, ich wollte, dass wir Frame für Frame gucken. So, also das sieht schon echt aus hier, wie das interagiert mit der Schwerkraft. Aber dieser Schinken halt irgendwie nicht. Ab wann ist es denn echt? Ich verstehe es nicht. Ab irgendeinem Zeitpunkt muss es ja echt werden, ne? Aber ich verstehe nicht ab wann. Also das ist für mich echt magisch. This is the Bottle Cap Challenge. Okay, ich habe da ja auch mitgemacht. Ich habe ja auch die Magier-Version von der Bottle Cap Challenge gemacht. Ready? Digga, ich komme gar nicht klar, Alter. Es ist so verwirrend einfach. Es sind halt so viele Ebenen, auf denen das passiert. Und weil so viele Ebenen aufeinander gebaut sind, ist das so schwierig, irgendwas nachzuvollziehen hier. Hier ist erstmal soweit ja alles real. Und, nee, irgendwo hier wurde die schon künstlich, die Flasche, ne? This is the Bottle Cap Challenge. Ist die ab jetzt schon digital? Ready? Okay, das kann ich mir ja alles noch erklären. Das ist alles in Ordnung soweit. Diesem Wasser, Alter. Ach, es sind so viele Ebenen, auf denen das passiert. Gut, die Flüssigkeit hier auf dem Boden, das ist halt super schwierig nachzumachen. Ich habe es auch mal versucht, das ist sauschwer. Das hier habe ich schon gesehen. Das ist richtig krass. Guckt euch das mal an. Ja, send me that email. Are you kidding me? Sorry. It says wet paint.
Es ist einfach eine Dauerschleife. Just send me that email. I'm just gonna step in. Oh, sorry, sir. It's drying. You should put a sign up or something. Sorry. It says wet paint. Es ist so krass, Alter. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll dazu, ne? Also sowas fühlt mich halt. Ich habe wirklich dieselbe Emotion, wie wenn ich einem Zauberer zusehe und der mich mit einem Zaubereffekt fühlt. Es ist für mich emotional gesehen genau das gleiche Gefühl. Ich habe das ist dieses selbe Staunen, dieser Respekt davor, weil man hat ja im Hinterkopf, man weiß, dass irgendwo der Trick ist. Man sucht nach dem Trick, man findet ihn nicht. Man hat riesigen Respekt davor, weil man weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Finde ich krass, Mann. Finde ich richtig, richtig krass. Also ich habe dieselbe Emotion einfach. Everyone, so for today's meeting, we have Surprise! Happy Birthday! Habe ich da gerade Happy Birthday gehört? Shoot, I totally forgot. Oh, that'll work. Oh, you're really gonna like this. Yeah, I love this. Saved up for a long time. You. I know you're gonna love it. Mit den Happy Zahlen, birthday. Das ist cool. Oh my god, Zach, the candle! Oh, don't worry, hold on. Oh, nobody panic. Hurry up! Get under control. Zach, why? Das kann man auch wirklich real erzeugen. Zumindest der Part mit dem Feuerlöscher. Das kann man auch im echten Leben vorführen, ne? Ich denke da an Simon Piero an der Stelle. Also, sowas ist ja auch real möglich. Und das ist ja hier, irgendwo ist es ja auch stattgefunden, ne? So ein bisschen ein auf Simon Piero hat er hier ja gemacht, technisch gesehen. Floypoy sagt, ich habe eine Frage zur neuen Somnium-Edition. Ist die grüne die neue? Ja. Eden, die grüne Edition wird die neue Somnium-Edition sein. Das ist richtig. Siehst du auch auf Instagram, auf Somnium Cards. Was bedeutet foolen eigentlich? Also ein Fool auf Englisch ist ein Narr. Wenn man jemanden foolt, dann führt man ihn vor. Man hält ihn zum Narren sozusagen. Das heißt, wenn du gefoolt bist, dann fühlst du dich so, als wärst du zu einem Narren gemacht worden. Du verstehst nicht, wie es funktioniert. In der Zauberei ist damit gemeint, wenn du es schaffst, dass jemand nicht dahinter kommt, wie der Trick funktioniert. Du hast einen Fool aus ihm gemacht. Also, das hier ist machbar. Aber der Übergang ist auch so schön. Der sieht halt die ganze Zeit dreidimensional aus und er verändert sich nicht, ne? Er verändert sich halt in diesem Moment nicht. Irgendwo hier müsste ein ganz sauberer Schnitt gewesen sein. Brennt er sogar? Das ist ja ein schönes Detail. Oder ist das Creme vom Kuchen? Nee, der brennt, glaube ich, ne? Tatsache, er brennt. Das ist mir gar nicht aufgefallen beim ersten Gucken. Nee, es ist doch Farbe. Null. Ich komplett lost. Komm, wir gucken uns noch einen Clip von ihm an. Okay. Hey, Zach. Hey, dude, how's the cruise? I'm all packed up. Great. Okay, coming over. Suitcase is stuck. All right. Where's the pool? Ja, aber sein Koffer. Sein Koffer. Das Einzige, was mir dazu einfällt, Freunde. Erstens, wie hat er den Koffer zugekriegt mit diesem komischen Flamingo-Ding hier? Nicht Flamingo, Schwan ist das. Oder ist das ein Flamingo? Komplett lost. Was mich verwirrt ist, warum machen die das immer so, dass die ein Handy darstellen wollen? Okay, es ist ein Flamingo, danke. Ihr könnt jetzt auch aufhören, alle Flamingo in den Chat zu schreiben. Die wollen immer darstellen, dass das mit dem Handy wäre. Film es aber mit einer übelst heftig auflösenden Spiegelreflex oder mit einer Systemkamera, was man einfach hieran sieht, an diesem Defokus im Hintergrund und so weiter. Und sagen dann so, ja, das ist mit dem Handy. Das stört mich immer so. Es triggert mich. Das kauft einem doch niemand ab, dass das hier mit dem Handy ist. Alleine hier ist ja schon ein Trick hinter, wie er den Koffer zukriegt. Und auch hier, das ist doch niemals mit einem Handy. Hey, Zach. Hey, dude. Und auch die Belichtung. Die Sonne ist von hier, kommt von hier, was man hier eindeutig sieht. Aber er hat ja hier eindeutig auch von vorne eine Belichtung. Also das ist eindeutig, dass jemand entweder mit einem Reflektor steht oder dass da mit einer Lampe nachgeholfen wurde. Das ist auch so, wirkt ein bisschen unnatürlich, ne? How's the cruise? I'm all packed. Aber ich will jetzt gar nicht meckern hier, Freunde. Das ist unglaublich, der Clip. Ich bin wieder komplett gefoolt, ne? Yeah, great. Okay, coming over. Suitcase is stuck.
Also, er ist ja komplett hier reingekompositet. Er ist ja komplett gar nicht im Bild. Das ist ja alles hier komplett Greenscreen. Das war auch nice gemacht. Alright, where's the pool? Der Trick ist schon, wo er den Koffer her hat. Da ist kein Koffer. Was für da ist kein Koffer? Ist hier kein Koffer? Das ist ein Fehler. Lul. Also jetzt, das Einzige, was in mir gerade vorgeht, ist das hier. Das geht gerade in mir vor. Genau, das geht gerade in mir vor aus The Big Lebowski. Für mich ist das Magie, das habe ich gerade beschlossen. Für mich ist das wirklich magisch. Hui, ich bin wieder unsichtbar. Hä, jetzt passen die Farben ja mal gar nicht mehr. Bin ich jetzt zu hell? Das war Zack King, Freunde. Also kann ich euch wirklich nur empfehlen. Was ist ein Greenscreen? Ein Greenscreen ist einfach ein grünes Tuch. Das Schöne an der Farbe grün ist, beziehungsweise an genau diesem Grünton, es ist nicht in unserer Haut mit drin, beziehungsweise nur zu ganz geringen Anteilen. Du kannst also mit einem Chroma Key sagen, alles, was diesen Grünton hat, möchte ich transparent machen und den Rest hätte ich gerne undurchsichtig. Und dadurch kannst du das hier machen. Weil ich grüne Kleidung trage und mein Drehstuhl auch grün ist. Und ich sage, alles, was grün ist, soll durchsichtig sein. Und dahinter liegt das hier. Das liegt einfach hinter mir. Weil alles undurchsichtig ist, außer dem Grün, sieht das dann so aus. Das kann man nicht nur mit Grün machen. Das kann man auch mit jeder anderen Farbe machen. Leute, ich leuchte einfach. Was geht? Und ein neuer Follower.